Hallo, liebe YouTube-Zuschauer. Guck mal, da kommt Vivi direkt mit dem Resub. Danke, Vivi, für 16 Monate. Wir schauen uns jetzt das Datteltäter-Video mit den Disney-Synchronsprechern und Sängern an. Und ich habe gedacht, also ich bin da zu Gast gewesen und deswegen habe ich gedacht, nehmen wir das auch mal für YouTube auf, weil beim letzten Mal habe ich es vergessen. Und das ist ja eigentlich schon ganz cool, wenn ihr dann nochmal so meine Live-Reaction drauf seht. Ich habe das Video natürlich schon mehrfach gesehen, deswegen ist es jetzt keine Live-Live-Reaction. Achso, wir haben natürlich hier auch den Twitch-Chat am Start. Wir sind alle schon ganz aufgeregt, weil wir das jetzt zusammenschauen. Ich freue mich auch wirklich schon ganz, ganz doll, dass wir das jetzt nochmal zusammen erleben können. Wie gesagt, es geht um Disney-Figuren. Beim letzten Mal waren es ja Fantasy-Figuren. Also falls ihr den Datteltäter-Kanal noch nicht kennt, schaut da unbedingt einmal vorbei. Und ja. Ich würde sagen, dann starten wir jetzt einmal rein und ich freue mich, ne? Ich freue mich ganz doll. Wie Hallöchen. Und habe ich Danke gesagt für den Resub? Ich weiß es nicht. Danke nochmal. Okay. Was will er nur verbergen? Er tut's die ganze Zeit. Warum will er kein König sein? Denn als König wär er frei. Fängt direkt an oder wie? Ich bin hier. Ist mein Hosenstall zu? Ich wusste nicht, wie dass geht's die euch Kamera heute? Läuft. Das war schon ein bisschen krank. Aber danke, dass du hier bist. Ja, natürlich. Wir haben dich wiedergeholt. Ich muss jetzt schon mal ganz vorweg sagen, ich liebe Momo. Momo, einfach die süßeste Maus ever. Ich habe auch als Kommentar drunter geschrieben, ich möchte mit Momo Disney-Filme gucken. Ganz klar. Ja, aber das Lustigste an diesem Video ist Okan. Ich weiß nicht, ob man seinen Namen so ausspricht. Ich hoffe es. Aber oh mein Gott. Okay, lass uns das jetzt einfach gucken. Ich bin schon wieder am Schwitzen. Ich freue mich, nochmal hier sein zu dürfen. Kannst du noch Übrigens, was ich auch noch ganz kurz sagen muss, dann geht's los. Eigentlich wollte ich nur dieses pinke Oberteil anziehen. Ne? Also es ist ein T-Shirt, kennt ihr vielleicht von mir. Aber ich hatte so riesen Schweißflecken unter dem Arm, dass ich Antonia gefragt habe, ob ich so jetzt halt reingehen soll, in der Hoffnung, dass ich einfach die ganze Zeit meine Arme unten lasse. Und dann meint Antonia, hinterher fühlst du dich dann total unwohl, mach das nicht. Und dann habe ich meine Jacke angezogen. Ja, auf jeden Fall nur dazu kurz, weil eigentlich wollte ich die Jacke nicht anlassen. Deswegen sieht mein Outfit so komisch aus. Genau, und ich wusste vorher nicht, welches Thema kommt. Das habe ich gestern, glaube ich, vorgestern, gestern habe ich das schon erklärt. Antonia, meine Managerin, hat Lukas hintenrum gefragt, ob er denkt, dass Disney was für mich wäre, beziehungsweise die alten Disney-Klassiker. Und Lukas hat dann das Gespräch, als wir in Amsterdam waren, irgendwie auf Disney gelenkt. Und ich weiß immer noch nicht, wie er das gemacht hat, weil ich habe null Verdacht geschöpft. Und genau, also ich wusste überhaupt nicht, was für ein Thema ist. Das, ja, vielleicht auch noch wichtig zu wissen. Wie geht's euch heute? Gut. Besser, ich war ein bisschen krank. Aber danke, dass du hier bist. Ja, natürlich. Wir haben dich wiedergeholt. Ich freue mich, nochmal hier sein zu dürfen. Kann ich noch ein, zwei Dinge, Liegestütze machen? Damit der Pump stoppt. So. Wisst ihr, worum es ungefähr geht? Nee, keine Ahnung. Gar Synchronsprecher nicht. Wieder. Heute war es neu im Fitnessstudio? Nein. Es sind wieder Synchronsprecher. Ja, oh mein Gott. Cool. Ich freue mich. So, hier, ja. Welche Genre guckst du so von den Filmen her? Ich mag so alte Mafia-Filme, alte Gangster-Filme. You're unlucky. Wir bleiben heute bei Disney. Ich mag Disney. Mein absoluter Disney-Lieblingsfilm ist Ariel. Aber da habe ich eigentlich auch noch gesagt, Tarzan und König der Löwen, glaube ich. Ich meine, dass ich die beiden auch noch genannt habe. Aber na, man muss das ja zu einem Video zusammenschneiden. Deswegen haben die das dann nur so geschnitten, dass es zum Video passt. Als nächstes kommst du dann beim Genre Actionfilme. Ja, weiß ich auch immer noch nicht, warum ich das beim letzten Mal gesagt habe. Ne? Keine Ahnung. Elli, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Herr Hauptkommissar Lukas Live. Ja, wirklich. Es ist immer noch sehr krass. Weil relatable, weil Aladdin wäre auch so krass gewesen. Und das Biest. König der Löwen. Ja? Magst du das? Ja. Bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Da hast du 7 Personen. Was glaubt ihr, wie ihr abschneiden werdet? Also werdet ihr komplett so 100%? Nee, ich würde sagen, ich bin so ein Mittelding, glaube ich. Ich gehe mal so mit 4. 4 von 7? 4 von 7. Ich werde sofort... Also, um ehrlich zu sein, hätte ich, glaube ich, auch, also habe ich da schon gedacht, okay, vielleicht errate ich mehr, aber ich wollte nicht überheblich sein, weil ich stapel immer lieber tief, als dass es halt hinterher war. Da zu dem Zeitpunkt wusste ich ja noch nicht, ob es halt neuere Filme oder ältere Filme sind. Und die ganzen neuen Disney-Filme kenne ich alle nicht. Die habe ich alle nicht gesehen. Der neueste Disney-Film, den ich gesehen habe, ist die Eiskönigin 2. Alles, was danach kam,
I don't know. Also deswegen habe ich erstmal tief gestapelt. Check. Du wirst alles erraten. Ich werde sofort wissen. Sehr selbstbewusst. Du bekommst eine Line zu hören, dann bekommst du noch einen zweiten Versuch, wenn du willst. Okay, ready? Dann bitteschön. Ich wünsche mir, dass der Prinz mich mitnimmt auf sein Schloss. Und dass wir da glücklich leben bis an unser seliges Ende. Und Leute, also die, die es natürlich schon wissen, also die, die es gesehen haben, sagt nichts. Wisst ihr es? Was es ist? Ja, ich weiß, ich möchte die neuen Disney-Filme auch unbedingt schauen, aber ich bin irgendwie bisher nicht drauf gekommen. Also weil, ja, da wusste ich es jetzt noch nicht. Und deswegen habe ich auch so geguckt und dachte so, ach du Scheiße. Das wird schlimm. Das wird schlimm. Genau, es ist Batman. Dornröschen? Rapunzel von dem Turm mit den langen blonden Haaren. Du kannst die Augen wieder aufmachen? Ist sie, ne? Also ich würde das jetzt eher einer älteren Disney-Prinzessin zuordnen. Ich glaube, dass die modernen Disney-Prinzessinnen immer so ein bisschen tougher sind. Und ich so, ah, der Prinz. Es gibt auch eine zweite Line. Okay. Ich glaube, da habe ich tatsächlich sogar auch Dornröschen vermutet. Aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. Hab ich gut geschlafen. Ich möchte nur wissen, wann die Kinder ent... Oh! Herrje, ihr seid ja lauter kleine Männer. Einen schönen guten Morgen. Da ist der Groschen gefallen. Okay, ich hab's. Das ist Dings. Und? Was glaubt ihr jetzt? Tapsi, wake up back. Mimi, habe ich dir eigentlich schon Hallo gesagt? Ich weiß gar nicht, ob ich dir schon Hallo gesagt habe. Genau. Also mit den kleinen Männern, da war es dann, dann habe ich auch so gedacht, ja, okay, dann muss es ja Schneewittchen sein, weil ich halt auch schon dachte, okay, es ist eine ältere Disney-Prinzessin und dann die kleinen Männer, ja, okay. Ja, okay, wir sind uns alle einig. Mann, Schneewittchen. Wie kommst du da auf? Die ganzen kleinen Männer. Wie heißt es nochmal, wenn kleine Mann? Wie heißt es nochmal? Es ist Schneewittchen. Was sagt dein Bauchgefühl? Ich sag eher Schneewittchen, glaube ich. Und was sagt dein Bauchgefühl? Dornröschen. Ich habe die immer schon immer verwechselt, Schneewittchen und Rapunzel. Wer war denn Rapunzel? Na, mit den... Sie hat ihren Schuh verloren, ne? Und der Wolf hat sie gegessen. Wer lacht da? Genau so. Also geil. Niemals. Ich liebe ihn, Vater. Sieh dich doch um. Dann erkennst du, wohin uns der Weg des Hasses geführt hat. Dies ist der Weg, den ich gewählt habe, Vater. Welchen Weg wirst du gehen? Wie kann man so krass sein, oder? Nee, wir waren nicht parallel da. Ich war die allererste morgens. Es war so... Oh mein Gott. Als ich das gehört habe... Und Lukas meinte so, nee, ich weiß es nicht, aber irgendwie kenne ich die Stimme. Und ich sage euch auch gleich, warum. Obwohl, ich kann es ja auch jetzt schon sagen. Sie hat doch einfach Eowyn von Herr der Ringe gesprochen. Das hat sie mir aber während des Drehs nicht gesagt. Also das erzählt sie den anderen. Aber das, mir ist es gar nicht aufgefallen. Und Lukas hat so gesagt, doch, ich kenne die Stimme. Aber er wusste es auch nicht direkt. Und sie hat einfach Eowyn auch gesprochen. Ja, ihr wisst ja, das ist, ich mag sie nicht bei Herr der Ringe. Die geht mir so auf den Sack. Aber trotzdem mega geil. Und ja, jetzt wird es nur noch krasser. Achtung. Jason, hallöchen, herzlich willkommen. Ich weiß es. Wirklich? Ja. Was ist das, ja? Es kommt mir sehr bekannt vor. Ich glaube, das ist Pocahontas. Oh, doch. Also ich glaube, es ist Pocahontas. Ist das Dinge? Pocahontas? Als ich meine Augen zugemacht habe, habe ich Ding gesehen. Pocahontas. Die Stimme hat gerade direkt sowas in mir hervorgeholt. Und deswegen regt mich das voll auf. Also ich habe halt die Kommentare so ein bisschen gelesen und Okan wurde da so ein bisschen... Also viele haben dann so geschrieben, ja, der wusste ja gar nichts und so. Und ich denke mir so, er wusste doch voll viel. Also klar hat er viele Sachen durcheinander gebracht, aber dafür, dass er nicht so ein Disney-Mensch ist, hat er voll viel erraten. Und oh, ja, ich habe viel zu sagen zu den Kommentaren, aber dazu kommen wir dann nach dem Video. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr lustig. Svenja, hallöchen. Ja, also auf jeden Fall habe ich Pocahontas früher geliebt, aber ich habe es so lange nicht mehr gesehen, aber es war direkt so... Oh mein Gott, Pocahontas. Holt John Smith dort und der Vater will ihn so erschlagen und Pocahontas und so mit so, ihren Stopp. Haaren. Mit den Haaren so. Kennst du gar nicht, ne? Ja, ich hab keine. Ja, sie hat keine Haare. Mann. Ey, mir wird auch, sie sind nur berühmte Leute hier. Das sind alles so Stimmen, die ich kenne.
Ich will noch eine zweite Leine. Ach du Mann. Ja, bekommt ihr eine zweite. Aber diesmal müssen wir ganz kurz was aufdecken. Aber wofür ist Disney noch bekannt? Nicht nur sprechen? Nicht nur sprechen, sondern... Wow! Wir haben heute hier Vincent Lee eingeladen. Auch einfach Vincent Lee, ich habe mich so gefreut. Ganz kurz noch dazu, sorry, dass ich so oft unterbreche, aber dabei geht es ja auch bei einer Reaction, ne? Ich habe halt literally, was halt jetzt nicht mit dem Video geschnitten war, gesagt, also ich wurde halt gefragt, ja, was magst du denn an Disney? Und ich habe gesagt, dass ich die Musik halt mit am meisten mag, weil ich halt gerne singe. Ich habe extra betont, ich kann nicht gut singen, aber ich singe gerne und ich liebe die Disney-Musik. Und dann singen die einfach. Dann singen die einfach. Es ist wirklich, oh mein Gott, es ist so geil. Ja, also es war einfach der perfekte Dreh. Anonymous Hallöchen. Genau, er hat mit Julian Bam früher immer Videos gemacht. Oder macht immer noch, weiß ich nicht mehr. An der Stelle habe ich gestruggelt, weil ich ihre andere Stimme eher gehört von der anderen. Ah ja, okay, ich weiß, was du meinst. War auch so, what, no way, ja. Richtig cool. Respekt, dass du nicht geweint hast da. Dazu muss ich auch noch mal kurz was sagen. Also, ich werde jetzt gleich ein bisschen emotional. Und ich habe das gestern ja auch schon erzählt. Ich bin nur nicht, also ihr wisst, ich heule bei jedem Scheiß immer, ne? Aber es ist so, also man ist ja dann voll aufgeregt, ne? Also ich war also wieder super aufgeregt, das merkt man ja auch ein bisschen. Also ich bin ja anders, als wenn ich jetzt hier sitze. Und es ist halt einfach was ganz anderes, wenn so viele fremde Menschen um dich herum sind. Nicht nur die Synchronsprecher, sondern hinter der Kamera sind ja auch nochmal 10 Leute oder sowas, die da dich angucken. Du hast Scheinwerfer, die auf dich herabstrahlen, weil das halt voll viele auch in die Kommentare geschrieben haben, ja, wie konnten die sich so zusammenreißen, ne? Warum weint keiner oder so. Aber es ist einfach eine ganz andere Situation, wenn man zu Hause entspannt dieses Video anguckt oder wenn man halt da steht und das erlebt. Also ich habe ja gestern auch schon erzählt, da, oder wir gucken uns das jetzt vielleicht erstmal an, dann seht ihr vielleicht, wie ich diesen Struggle durchmache. Ich war ganz kurz vor dem Zusammenbruch. Ich habe auf einmal so einen Kloß in meinem Hals gehabt und ich war so kurz davor, richtig loszuheulen. Und wenn ich dann richtig anfange zu heulen, dann gibt es keinen Halten mehr. Und deswegen bin ich richtig froh, dass ich nicht geheult habe. Aber jetzt hören wir uns das an, weil es ist einfach nur krass. So. Du landest hier und gleich gehört dir alles. Das Land ist für dich frei und nur noch Hort. Doch jeder Stein und Baum und jedes Wesen hat sein Leben, seine Seele, seinen Stolz. Das Lied ist ja auch so für wichtig. Dich sind echte Menschen nur die Menschen, die so denken und so aussehen wie du. Doch folge nur den Spuren eines Fremden, dann verstehst du und du lernst noch was dazu. Kannst du hören, wie der Wolf heult unterm Silbermond und weißt du auch, warum der Luchs so grinst? Kannst du singen, kannst du malen, wie das Farbenspiel des Windes? Sie hat mich auch so angeschaut. Kannst du malen, wie das Farbenspiel des Windes? Wow. Dankeschön. Krass. Ach du Scheiße, oder? Oh mein Gott. Und das war irgendwie so... so ein ganzer Schiver, der so über meinen ganzen Körper gegangen ist. Und wir sollen ja dann immer die Augen zumachen, damit wir uns da halt drauf konzentrieren können. Und man sieht es zum Glück nicht im Video, aber meine Augenlider haben so vibriert. Die haben richtig vibriert. Und ich habe die ganze Zeit nur gedacht, oh mein Gott, hoffentlich sieht man das nicht im Video. Und keine Ahnung, mich hat es so ergriffen. Also wirklich nicht nur so, oh, wie schön, wie es jetzt, wie ich das jetzt angucke, so, ach, das berührt mich so, sondern es war irgendwie so, es hat mich so gehittet. Ich weiß nicht, als wenn ich so ein Kindheitstrauma oder so habe. Es war irgendwie, weiß ich nicht, es war ganz, ganz heftig einfach. Das hat, boah, crazy. Es war
crazy, crazy, crazy. Und es war einfach nur unfassbar schön. Genau, es war auf einer anderen Ebene, auf einer ganz, ganz anderen Ebene. Ja, einfach nur krass. Ja, auch das, ne, dass sie nach so einer langen Zeit immer noch die Stimme drauf hat. Es ist, ich habe da einfach nur den größten Respekt vor dieser Arbeit. Es ist einfach nur crazy. Ich sage natürlich wie immer nach dem Video danke auch noch für die, obwohl sind ja jetzt glaube ich nur zwei, ne? Medi, danke für die 39 Monate auf Stufe 2. Vielen Dank. Und Michelle, danke auch für deine 39 Monate. Vielen, vielen Dank. Ich wurde mal hypnotisiert und da war das auch so. Ja, ich glaube, so ein bisschen war das, ne? Ich wurde einfach hypnotisiert. Ach, es war ganz, ganz crazy. Hab's heute bei TikTok gesehen, muss zweimal schauen, ob du das bist. Ey, die auf TikTok sind richtige Schlingel, ne? Die laden die Videos, die nennen sich sogar Datteltäter, also den Kanal, und laden die Videos einfach hoch, ohne halt, dass die das sind und so. Also es gibt einen offiziellen Datteltäter-Kanal, aber ich habe gestern auch so einen Account gefunden, der das Video dann auch ein bisschen abgespeedet hochlädt. Und es ist wirklich krass. Und manche geben einfach gar keine Credits. Da steht dann einfach nur Synchronsprecher erraten. Es ist schon, also TikTok ist schon eine andere Welt. Ich meine, das bringt dem Ganzen auch mehr Reichweite. Aber ich finde es, also man könnte da zumindest mal hinschreiben, so, ne, der YouTube-Kanal heißt Datteltäter oder sowas. Also, falls das hier von den Leuten jemand sieht, ne? Also ich finde es schon krass. Also, ja, okay, reicht. Nina möchte jetzt nicht hier schon wieder eine Ansage machen. Ich zitter gerade. Ja. Das war, glaube ich, die schönste Stimme. Ich habe richtig Gänsehaut bekommen. Ariel. Das ist Ariel. Das ist, als ich das erstmal angeguckt habe, ich habe so gelacht. Wie einfach so sagt, so, boah, das war richtig schön. Und dann sagt er so mega überzeugt so, ja, ist Ariel, ganz klar. Es ist so geil. Oh mein Gott. Es muss Ariel sein. Es muss Ariel sein. Es muss Ariel sein. Ariel. Spaß, der Pocahontas aus Pocahontas. Ja. Ich habe Ariel nur einmal geguckt. Da war ich noch ein kleines Mädchen. Das war gerade wunderschön. Genau das meinte ich eben. Das liebe ich an Disney. Genau das. Ich habe auch ganz vergessen, darauf zu achten, wie ich überhaupt aussehe. Ne? Also ich weiß, ihr sagt dann jetzt wahrscheinlich wieder, das stimmt doch gar nicht, Nina, aber ich finde, ich habe so einen Eierkopf, weil ich halt einfach die Kopfhörer so genommen habe und mir so aufgezogen habe. Anstatt mal irgendwie drauf zu achten, dass ich die so ein bisschen so hinsetze, dass meine Haare noch irgendwo rausgucken oder sowas. Nee, ziehe ich mir die einfach so auf, weil ich habe irgendwie, glaube ich, vergessen, dass ich gefilmt werde. Keine Ahnung. Es, ja, habe ich mir danach erst wieder, als Antonia mir dann die Sachen von dem Tag geschickt hat, habe ich so gedacht, Alter, Nina. Naja, Luisa, danke für die 7 Monate. Der Wind unter Meer, ja, ist doch ganz logisch. Ihr müsst so schnell sein wie wildes Wasser. Ihr müsst so stark sein wie ein Taifun. Ihr müsst so heiß sein wie Hölle. Und wisst ihr, wo ich mich auch voll zusammenreißen musste? Nicht die ganze Zeit mitzusingen. Weil ich dachte, das ist ja auch ein bisschen respektlos, wenn ich jetzt die ganze Zeit die Lippen so bewege dabei. Deswegen musste ich mich da auch noch voll zusammenreißen. Danke natürlich für eure Komplimente. Das sollte jetzt kein Fishing for Compliments werden, ne? Ich wollte das nur sagen, weil das meine Gedanken waren in dem Moment. Feuer, geheimnisvoll. Zugleich so wie der Mond. Mir ist erst nicht eingefallen, von welchem Film das ist. Hey. Auch eine krasse Stimme, wirklich. Ich kenne das Lied, aber mir fällt gerade nicht ein, von welchem Film das ist. Ich glaube, ich bin mir eigentlich sogar sehr sicher, es muss Herkules sein. Ich mag, wie selbstsicher du da. Ähnlichkeit ist auch da mit Herkules. Aber ich finde, es würde auch passen, wenn man so drüber nachdenkt. So, ich dachte, ich kenne das irgendwoher. Ah, Mulan. 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 Ich weiß gerade nicht, wie er heißt, ja. Aber das singt eben der General. General. Der sie trainiert und der Love Interest ist. Ist der Loverboy. Guck mal, da ist die Büchermaus, der Love Interest. Blackhead, hallo. Guten Tag. Fand das so witzig, wie du da nach oben schaust. Ja, weil das ja der einzige Ort war, wo keiner ist. Das waren ja rundum Leute. Ne? Also da waren ja wirklich überall Leute. Alina, hallöchen. Schön, dass du da bist. Boy von Mulan. Der Lover. Okay. Spoiler. Wir würden hier noch eine zweite, ne? Wir hatten jetzt noch eine zweite vorbereitet. Jetzt ist Schluss mit lustig, denn ich hab erkannt. Hat
man anstatt Söhnen Töchter mir gesandt. Denn die Hundenschar steht vor der Tür, es gibt noch viel für euch zu tun. Jeder wird hier zum Mann, sogar du. Wirklich Hammer. Das ist ein Herkules. Das ist einfach nur geil. Ich glaube, das ist Simba von König der Löwen 2 und er singt es an seine Tochter. Ist es vielleicht der Film, wo der eine Hund mit diesen anderen Hünden so ein Spaghetti isst? Weil er sagt, die Hundenschar. Das ist so geil. Nee, was ich gerade noch sagen wollte, ich finde, man vergisst voll oft auch, welche Filme es überhaupt alle gibt. Also, weil ich habe zum Beispiel an Mulan gar nicht mehr so gedacht, also wenn ich an Disney-Filme gedacht habe. Und ich glaube, deswegen ist mir auch nicht direkt eingefallen. Aber ja, das ist einfach nur toll. Tion, danke noch für die 8 Monate. Vielen Dank. Ich finde es gut, dass er alles falsch sagt, aber dann immer die Teile dazu. Ey, ich finde es einfach so lustig, ne? Wie er die Sachen einfach so wild durcheinander haut. Das macht es einfach nur 3-mal besser. Es gibt ja auch welche, die man 100-mal gesehen hat, andere vielleicht 1, 2, 3-mal. Ja, aber Mulan, also so die Filme, die wir früher immer geguckt haben. Hier fliegt einfach eine Mücke oder so. Was willst du denn jetzt hier? Waren König der Löwen, Tarzan, Mulan, Pocahontas, Herkules. Also das ist auch das Ding. Ich war nicht so ein Disney-Prinzessinnen-Girl. Wir haben immer eher so diese Filme geguckt. Ich glaube, das waren so. Und Ariel natürlich. Also das waren so die Filme, die wir so früher mal geguckt haben. Aber irgendwie, weiß ich nicht, hatte ich Mulan nicht mehr so auf dem Schirm. Keine Ahnung. Und Die Schöne und das Biest zum Beispiel gehörte nicht dazu. Das war nicht so in unserem... Also früher war das ja auch ein bisschen anders. Da hat man halt das geguckt, was man auf VHS oder dann später DVD hatte, ne? Und die Filme hatten wir halt auf VHS-Kassette. Deswegen haben wir die dann halt oft geguckt. Find's so lustig, weil Mulan wäre so einer der ersten, der mir einfallen würde, aber find's krass, wie unterschiedlich das einfach ist. Genau, das ist genau das, was ich meine. Also, weil früher hat man ja nicht einfach Disney Plus angemacht und dann geguckt, sondern man hat halt das geguckt, was man da hat. Finde es cool, dass du da eingeladen wurdest, ich auch. Und das noch ein zweites Mal, ne? Ja, König der Löwen auch, habe ich eben gesagt. Lea, Hallöchen. Das hat nichts mit Hund zu tun. Ah, okay. Das hat nichts mit Hund zu tun. Dann ist es Herkules. Ich hab Stopp kurz. Süßeste Maus ever. Sie hat mich danach auch noch direkt in den Arm genommen. Also noch am Set. Sie war so eine Liebe. Also sie waren alle Hülle total süß, aber Fülle. Die... Oh. Ich hab Krimskrams und Krempel en gros. Willst ein paar Dingsbumse? Ich hab viel. Doch so viel hätte ich anderswo. Da finde ich es auch so gemein, nochmal zum Thema Kommentare, wie respektlos die Leute damit umgehen, wie die das zerfetzen. Weil das ist ja die neue Synchronisation und nicht die alte. Ich glaube, ich habe damals auch mit der alten geschaut, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß es aber nicht mehr. Und natürlich kann man sagen, ne, ich bin traurig darüber, dass es halt, also für mich ist die alte das einzig wahre, aber da wurde teilweise so respektlos mit umgegangen. Ja, die neueste ist voll scheiße und bla bla. Und ich denke mir so, sie hat da auch ihre Stimme halt rein. Also, wisst ihr, was ich meine? Ich finde es so respektlos, wie die darüber sprechen, weil ich finde, sie hat so schön gesungen. Und ja, fand ich ein bisschen schade. Aber wie gesagt, ne? Ich habe viel zu sagen zu den Kommentaren. Ich habe mich auch gefragt, wie das so ankam, habe aber keine Kommentare gelesen. Ja, besser so, Tapsi. Es ist auch überall, egal wo das gepostet wird, steht nur drunter, ja, es ist auch die falsche Synchronisation. Und ihr müsst aber auch bedenken, dass zum Beispiel bei Disney es auch so ist, dass viele der Sprecher und Sänger auch schon tot sind. Viele leben gar nicht mehr. Das haben wir dann, also haben wir danach auch noch drüber gesprochen, dass es deswegen total schwierig war, überhaupt so eine ganze Folge mit Sprechern und Sängern zu füllen, weil eben viele auch schon tot sind oder keine Lust auf so ein Format haben. Und nur weil man jetzt diese Leute eben dazu bewegen konnte, da mitzumachen, bedeutet das ja nicht, dass die anderen nicht ihre Daseinsberechtigung haben. So, also dass man sagt, das ist jetzt das einzig Wahre, weil das ist jetzt in unserem Video. Deswegen, also keine Ahnung, finde ich das irgendwie so doof, wenn dann Leute sagen, ja, ihr habt die falsche Stimme geholt oder keine Ahnung. Also, ja, naja.
Oh, ihr habt alle so krasse Stimmen. Oh mein Gott, wunderschöne Stimme. Das war jetzt einfach für mich. War das die Eiskönigin? Wie gesagt, ich gebe dir keine Antwort. Du kannst ja mit zwinkern und sowas. Weißt du? Nee. Mann! Das ist Ariel. Ariel. Echt? In einer Welt, wo alle Geschei, Hallöchen, herzlich willkommen. Nur schwimmen. In einer Welt, wo warme Winde um dich wehen. Dort, wo sie sehen und auch verstehen und über Töchter nicht bestimmen. Starke Frauen, die sich trauen und dazu stehen. Und lesen und lernen, was Menschen tun. Stell meine Fragen und krieg ne Antwort. Was ist voll? Mein Outfit ist so ein Schlumpf-Outfit, ne? Ich kann das eigentlich nicht sehen. Ja, und meine Welt etwas in Brand. Wann bin ich dran? Ich will an Land. Fängt an, mein Leben erst richtig an. Wüsste ich nur wie. Wie sie in ihrer Welt. Mein ja, Herz. Toll, oh, gleiche Reaktion. Gänsehaut. Ariel. Wieder Ariel. Du hast schon mal Ariel gesagt, ja. Davor war aber auch Ariel. War es vielleicht Teil 1 und Teil 2? Oh mein Gott, Cessa, das haben die nicht reingeschnitten, aber. Ich habe dann zu ihr noch gesagt, dass ich meine Babyborn hieß Melody früher. Ich hatte eine Babyborn, also diese Puppe, und die hieß Melody. Weil Cessa schreibt gerade, wollte meine zukünftige Tochter immer Melody nennen. Und meine Babyborn hieß auch immer Melody. Ach, witzig. Ja, sehr schön. Jule, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dir ansonsten auch. Muckel dich schön ein. Ich habe mir beim Anschauen noch so gedacht, Mensch, Dina hat immer so coole Outfits an. Und da sind wir echt beim Thema, was ich gleich nochmal besprechen möchte, wie man sich selbst wahrnimmt und wie andere einen wahrnehmen, ne? Das ist krass, das ist echt crazy. Wenn wir sehen. Dann war es so wahrscheinlich. Ist echt interessant, wie schön diese Stimmen jetzt klingen. Bestimmt, wenn ihr normal redet, bestimmt normale Stimme, dann macht man ja die Synchronsprecherstimme. Und das dann direkt Kindheit. Das ist wirklich voll interessant, weil bei manchen Leuten hört man das in der normalen Stimme direkt raus. Zum Beispiel bei der Synchronsprecherin von Jennifer Lawrence. Bei ihr hört man das in der normalen Stimme auch raus, dass sie Jennifer Lawrence synchronisiert. Aber bei manchen Leuten hört man das gar nicht, weil die ihre Stimme dann so verstellen. Also das ist so ein krasses Talent, wie die sich dann da reinpitchen können. Und dass die halt auch jedes Mal wissen, welche Art zu reden, zu welchem Charakter gehört. Also ich kann das ja nur daran messen, wie ich manchmal versuche, meine Charaktere bei Sims zu synchronisieren. Und komme da ja schon immer voll schnell durcheinander. Ne? Also dann redet die auf einmal, also erst redet die so, ja, hallo. Und im nächsten Moment redet die dann so, ah, hallo. Also das finde ich so krass, wirklich. Also das ist das, also ja, Hammer. Nee, Melly, Jennifer Lawrence war aus dem Fantasy. Video. Da war die Sprecherin von Jennifer Lawrence. Pia, Hallöchen, schön, dass du da bist. Und Risi, Hallöchen. Schön, dass du auch da bist. Meine Große heißt Jasmin, meine Kleinste heißt Chiara. Auch süß. Voll schön. Fuchsbande, danke noch für die 7 Monate. Und Luisa, danke für 10. Ich danke euch. Okay. Ja, die beiden waren auch toll. Aber das hatte ich leider nicht so ganz auf dem Schirm, weil ich das nicht so oft gesehen habe. Noch nicht mal, ich habe noch nicht den Film. Ich möchte nicht spoilern. Nun halt doch still. Das tut weh. Wenn du stillhalten würdest, würde es auch nicht so wehtun. Und wenn du nicht weggelaufen wärst, dann wäre es auch nicht passiert. Wenn du mich nicht erschreckt hättest, wäre ich nicht weggelaufen. Du hättest eben nicht in den Westflügel kommen dürfen. Und du solltest lernen, dein Temperament zu zügeln. Jetzt halt still. Es könnte ein wenig brennen. No! Ach, übrigens, danke, dass du mir das Leben gerettet hast. Gern geschehen. Ja, wenn man das halt oft gesehen hat, dann ist es einfach, ne? Genau, bei mir war es auch der Westflügel, wo es dann so, ah ja, okay. Und halt parallel die Stimmen zu hören. Also das konnte man dann ja auch noch ganz gut erkennen. Aber ich habe das einfach nicht so häufig gesehen.
Ja, also viele schreiben mir schon die Schöne und das Biest. Es ist, also, ja. Hab's auch am Text erkannt, ja. Also wie gesagt, ich habe noch nicht mal den neuen mit Emma Watson gesehen. Und deswegen kenne ich zum Beispiel die Lieder auch alle nicht so gut. Also ich kenne von Beauty and the Beast nur Sei mein Gast oder wie das heißt. Das kenne ich. Aber ansonsten kenne ich davon nicht wirklich was. Aber die singen jetzt auch noch und das ist so toll. Achtung. Ich glaube, ich weiß, wer die sind. Sag mal. Die Schöne und das Biest. Schreck. Schreck ist nicht Disney. So geil. Das müsste die Schöne und das Biest gewesen sein. Mhm, okay. Also ich habe halt eigentlich meine Gedankengänge und so auch immer voll ausgeführt, ne? Aber das haben die halt alles nicht reingeschnitten. Also es war nicht so, dass ich da nur stand und gesagt habe, ja, das ist das, das ist das, das ist das. Ich war sogar im Musical. Von Schöne und das Biest gibt es ein Musical? Das wusste ich gar nicht. Und Bina, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Er ist so nett und beinahe fein, doch er war grob und er war schlecht und sehr gemein. Jetzt ist er lieb, ganz schüchtern gar, er hat etwas, was sicher vorher nicht so war. Sie schaut hierher, was ist das nur? Denn Angst hat sie vor meiner Tatze keine Spur. Es kann nicht sein, es ist sonderbar. Sie sah mich an, wie es vorher sicher nie so war. Das war richtig so, das war wunderschön, das war, als würdest du da vorstehen, ja, irgendwie, ich ne? Guck das gerade im Kopf, ja, ja. Ich bin die Kerze. Ist das klar? Also ich glaube, ich bleibe bei Die Schöne und das Biest. Schön und das Biest, 100%. Schön und das Biest, ja? 100%. Wenn du überlegst. Er war auch super sympathisch. Schreck also ich und der Schöne und das Biest haben auch eine zugehört. Ähnliche Geschichte, wenn du ehrlich bist. Also, ja. Du fragst, was das Leben bringt, ob dir alles gelingt. Auf dieser Welt. Doch dein Leben fängt erst an, folg nicht immer dem Plan, der dir gefällt. Aber eins ist gewiss, dass hier niemand einsam ist, denn mit uns bist du niemals allein. Ja, wir stehen dir zur Seite bis in alle Ewigkeit. Wir sind mehr, als wir sind. Wir sind eins. Und da habe ich auch meinen Gedankengang voll ausgeführt, haben die aber auch rausgeschnitten, deswegen gebe ich euch den kurz. Ich wusste, es ist König der Löwen. Aber irgendwie konnte ich es nicht zuordnen, wo... Oh, sorry, jetzt habe ich euch vielleicht schon gespoilert, ne? Ich konnte es nicht zuordnen, wo das stattfindet. Und dann dachte ich so, Mufasa ist das nicht. Mufasa hat eine viel, viel tiefere Stimme. Und Simba ist ja aber im ersten Teil noch voll klein. Und ich habe aber nicht dran gedacht, dass es ja auch noch den zweiten Teil gibt. Weil ich kannte das Lied ja, ich kenne es in- und auswendig. Ne? Also ich kann das ganze Lied mitsingen. Aber ich konnte irgendwie das nicht zuordnen, dass es halt Simba ist. Simba wird auch im ersten Teil groß. Ja, aber ich wusste, dass der erst, also dass der, das Lied relativ irgendwo am Anfang kommt. Und dann dachte ich so, ist das das Lied, was am Anfang von König der Löwen 1 kommt? Aber das ist ja der ewige Kreis. Und ich war so verwirrt und das merkt man auch ein bisschen. Oh mein Gott, Kovu, ja. Kovu. Kovu einfach. Schön. Das liegt mir fett auf der Zunge, das ist mir gerade richtig peinlich. Ewig geil.
Guck, ich wusste genau, was es ist. Wir sind eins. Ich glaube, es ist König der Löwen. Es ist Timon von König der Löwen. Und er singt es für Simba. Können wir noch was anderes so fragen? Geil. Ja, wir holen jetzt noch meine Person. Also da habe ich halt voll meine ganze Theorie aufgestellt. Weil ich stand irgendwie so auf dem Schlauch. Und ich wusste irgendwie nicht, wer das jetzt singt. Das war irgendwie ganz, ganz komisch. Lieschen, danke für die 39 Monate und Lilly, danke für die 5 Monate. Ey, so geil, das ist Timon. Was ich auch noch geil gefunden hätte, wenn Hakuna Matata gesungen hätte, das habe ich aber voll vergessen, weil ich war einfach so, das sage ich auch gleich, weil ich war so voller Emotionen. Ich konnte gar nicht, ich habe einfach nur existiert. Ich habe einfach nur existiert. Man vergisst dann auch irgendwie alles um sich herum und man ist einfach nur in dem Moment. Und es ist, ja, genau, jetzt haltet euch fest, Leute. Haltet euch jetzt fest. Verbannung, Verrat. Nun wirst er sehen, nee, wirst du sehen. Nee, wird er sehen, was er davon hat. Verbannung, die Schande, Verrat, Skandal. Oder so. Okay, aber jetzt wird's wirklich emotional. Achtung, Achtung, jetzt geht's los. Zweite Person dazu. Oh, okay. Zweite Person. Ist alles so eine krasse Frau, oder? Oh mein Gott. Okay, wenn ihr ready seid. Wie soll ich's ihr erklären, ob sie es auch versteht? Sie will die Wahrheit, die Vergangenheit, wer weiß, ob sie dann geht. Was will er nur verbergen? Er tut's die ganze Zeit. Warum will er kein König sein, denn als König wär er frei? Kann es wirklich Liebe sein? Im sanften Abendwind, die Harmonie von tiefer Friedlichkeit mit allem, was wir sind. Kann es wirklich Liebe sein? Spürst du sie überall? Endlich eins im Schutz der Dunkelheit. Liebe ist Und jetzt seht ihr, was ich eigentlich machen wollte, als ich da stand. Das ist halt das Krasse. Man fühlt so viel, aber also mir wird immer gesagt, ich soll das alles rauslassen, aber ich traue mich das einfach nicht. Ich traue mich das nicht, wieder das da zu machen. Und ich finde es auch irgendwie respektlos dann den Sprechern halt gegenüber. Aber oh mein Gott, was ich alles in... Ja, ich, genau das eigentlich, genau das hier habe ich in dem Moment gefühlt. Genau das. Weil das ist halt auch so ein Lied... Das, ich kann das halt auch komplett auswendig. Also das ist auch nicht nur so ein Lied, was ich im Film dann immer gehört habe, sondern ich habe zwischendurch dann halt auch immer mal irgendwelche Disney-Playlists gehört und Kann es wirklich lieber sein, war immer dabei. Ja, das Standbild sagt einfach alles, wirklich. Und wenn er sich heute Nacht verliebt, kommen wir nicht drumrum, die schöne Zeit der Unbekümmertheit ist um, mein Freund, wie dumm. Okay, das musst du nochmal ganz kurz raus. Aber ja, es ist einfach so krass, einfach nur krass. So, jetzt gucken wir weiter. Wow. Wunderschön. Vielen Dank. Wow. Willst du sagen, was... Aladdin? Oh, Hilfe. Was hätte er sagen können? Es ist König der Löwen. Und das gerade waren Simba und Nala. Das waren Simba und seine Freundin.
bei König der Löwen 1, 100%. Als Nala Simba zurückholt von Timon und Pumba. Kann es wirklich Liebe sein? Ach, die waren auch so sympathisch alle, ne? Kann es wirklich Liebe sein? Mann, da tut Momo mir so leid, weil er steht halt so auf dem Schlauch und genau das hatte ich bei Yoda. Genau so ging es mir bei Yoda. Ich wusste, ich kenne das, aber wenn du dann da stehst und du weißt, okay, du musst das jetzt wissen, dann fällt es dir manchmal einfach nicht ein. Fand's auch so süß, wie du dich bedankt hast. Ich habe eigentlich mich noch tausendmal bedankt und bei den Gesprächen danach habe ich auch die ganze Zeit immer, also eigentlich duzen wir uns da alle, aber ich bin dann immer wieder auf sie umgeswitcht, weil ich die halt ja nicht kenne und das halt auch Menschen sind, die älter sind als ich und dann sieht sich halt Menschen immer automatisch und dann habe ich immer vergessen, die zu duzen und es war zu viel für mich. Wer wollte kein König sein? Wer wollte kein König sein? Wer wollte kein König sein? Das ist ja safe ein Disney-Prinzessin-Film. Lass mal jetzt. Oder nicht? Oder warte mal, war das König der Löwen? Nala und Simba. Oh! Ja, und die so kann es wirklich Liebe sein. Wer bei der Arbeit pfeift. Das war so süß, da muss ich so lachen. In frischem Mut sein Tagwerk tut, schafft mehr und spart viel Zeit. Ja, summ mein Liedchen, summ. Tu's mit Gesang, dann wird's nicht lang, die Zeit geht schnell herum. Das Fegen wird zum Spiel, nimm an der Besen stehen. Wär jemand, der dir zugetan, du fängst mit ihm zu tanzen an. Ich weiß es nicht. Nee, gar keine Ahnung. Aber muss es eigentlich Cinderella sein, also Aschenputtel? Also meine Denkweise, das ist leider auch rausgeschnitten. Ich habe gesagt, dass sich das halt so anhört, ne, dass da halt so eine Disney-Prinzessin putzt und mit irgendwelchen Tieren da halt pfeift. Und deswegen dachte ich, es wäre Cinderella, weil Cinderella ja irgendwie halt mit Tieren aufräumt. Und deswegen dachte ich, wäre das Cinderella. Also das war das Einzige, was mir eingefallen ist. Weil Schneewittchen hatten wir ja schon als Sprechrolle und deswegen hatte ich das gar nicht mehr auf dem Schirm. Nadja, danke für die 29 Monate. Vielen, vielen Dank. Schneewittchen. Ja, 100%. Aber wie kann das sein? Aber ich dachte, das ist voll alt. Ich sag doch. Schneewittchen? Ja. Ich weiß nicht, wie der Film heißt. Das singt diese Tasse. Ah. Ne? Bei Schön und das Biest wärst du dann. Nein. Der Film, wo alle, die gehen alle auf ein Konzert oder so. Und sie hat ihren Schuh verloren und sie muss zu Hause bleiben. Ach, Cinderella. Cinderella, das ist Cinderella. Da gibt's eine Tasse. Ich bin mir gerade selber gar nicht sicher. Ich weiß auch nicht. Ich sag, was von mein Herz kommt. Also ich bin Manja. Tatsächlich habe ich Schneewittchen. Schneewittchen? Ich habe alle richtig gemacht. Oh mein Gott, ich geil. Aber dann ist das ja schon eine ganze Weile her. Ja, das war 94. Oh, da bin ich ja noch gar nicht geboren. Hast du Schneewittchen geguckt? Sie war dann bei den Zwergen zu Hause. Dann wurde sie vergiftet und der Typ ist gekommen, hat sie geküsst und sie ist aufgewacht. War das nicht? Das ist Schneewittchen, ja. Ja, genau. Nee, habe ich nicht geguckt. Woher kennst du die Geschichte dann? Ich kenne die Geschichte so von so damals, wo ich aufgewachsen bin, haben die es so erzählt manchmal. Auf der Straße. Könnten wir dir mal ganz spontan was reingeben, einen Text? Gib rüber. Oh mein Gott, das hat mich auch so zerrissen. Das hat mich auch so zerrissen. Da habe ich so gelacht. Das haben die zum Glück auch rausgeschnitten, weil ich habe da wirklich bestimmt eine Minute lang gelacht. Und ein anderes Mal im Ferienlager, da sollten wir was spielen. Wir wussten aber nicht mehr wie, weil wir alle unsere Noten verloren haben. Da haben wir einfach improvisiert und gespielt und gespielt und der Dirigent hatte keine Ahnung, was da abging. Und das eine Mal im Ferienlager, da habe ich mir eine Flöte in die B*** gesteckt. What? Wir sind nicht mehr bei Disney. Wir sind nicht mehr bei Disney. Es ist American Pie. Michelle, heißt sie Michelle? Ich hab's halt auch nur an diesem im Ferienlager erkannt, weil das halt so in meinem Kopf drin war. Aber es ist so lustig gewesen, weil wir halt vorher über Disney und so geredet haben und dann sagt sie halt einfach Muschi. Das war so geil. Das war so lustig. Oh, ja, das war einmal richtig krass. So, Thea, danke für die 9 Monate. Danke fürs Twitch-Baby. Vielen Dank. Oh mein Gott. Es war so geil. Sophia, Löchen, mir geht's sehr gut, ich hoffe dir auch. Standest du eigentlich Backstage dabei, als die anderen dabei waren? Dran waren? Nee, da bin ich schon wieder weg gewesen. Ich bin ja kurz danach schon wieder nach Hause gefahren. Finde das bei diesem Video so krass, welche Rollen die alle hatten und einem dann bewusst wird, so what? Oh mein Gott, ja, finde ich auch. Das finde ich ist eigentlich das Coolste an diesen Videos.
Ja, die Rolle heißt Michelle. Ich habe auch durchaus im Star Wars-Universum mitgesprochen. Oh. Also in den Episoden 1, 2, 3 dann, Natalie Portman. Ich bin die Mutter von Luke und Leia. Weiß ich nicht. Oh mein Gott, doch. Vielleicht noch was anderes so, Richtung 90er Jahre, italienische Mafia-Film, sowas? Nein, gar nicht. Wir unterrichten normalerweise keine Fremden. Ja, und schon gar nicht Jungen. Das hoffe ich doch. Bei einem so großen, starken Mann wie dir, da hätten wir keine Chance. Ja. Haben die mich auch so gefragt, hat sie so gesagt, ja, oder weiß ich mal, irgendwie hat dann so gesagt, ja, kennst du Avatar? Und ich so, Avatar im Sinne von blaue Menschen? Und dann habe ich so gesagt, also dann haben sie gesagt, nee, ich so, schade, weil meine Katze heißt so. So wie, ne, der, ja, ist auch egal. Und mein Gott, das ist Suki von Avatar. Oh, krass, wie du das erkannt hast. Sie ist eine meiner Lieblingsfiguren. Ja, er liebt Suki. Die mit den Fächern. Ja, die mit den Fächern. Sie ist so krass. Also Anime, geil. Bin ich komplett raus. Vielen Dank für deine Stunde. Weiß ich halt Dankeschön. Alexandra Marisa Wilke. Pocahontas. Die Haare sind auch so Pocahontas. Pocahontas? Kurz. Alles richtig. Sie hat auch noch, also sie erzählt ja jetzt auch voll die schöne Geschichte, aber sie hat auch noch voll, viel mehr schöne Sachen erzählt. Das war so toll, also hat mich richtig berührt. Wie preislos eigentlich? Nein, ne? Mein Lieblingsfilm. Ich habe das immer wieder geguckt und wo sie ins Wasser gesprungen ist und dann unterm Kanu und so. Ich kann diesen Film auswendig. Ich bin zwar gebürtige Berlinerin, aber ich bin auf dem Land groß geworden, in einem 600-Seelendorf. Ich hatte eine Großmutter Weide, bei mir war es eine alte Eiche. Da bin ich tatsächlich auch hingegangen und habe geheult oder so mich schön. Gefreut. Und das war tatsächlich so eine meine Großmutter Weide. Und ich bin als Kind auch sehr Native American affin gewesen. Und insofern war das für mich ein One-to-One-Match. Ich habe Gänsehaut, total schön. Das, also ich finde, man merkt das auch immer so, wenn da wirklich so richtige Emotionen hintersteckt. Und ich glaube, wisst ihr was? Ich habe immer so eine richtige, wie nennt man das, außerkörperliche Erfahrung, wenn ich das angucke. Also wenn ich das so gucke, denke ich nicht, dass ich das bin. Das ist ganz lustig. Also ich denke nicht, ach, da bin ja ich. Das ist richtig krass, das habe ich die Tage schon gedacht. Also ich habe so eine richtige... Ja, weiß ich auch nicht. Deswegen hat mich das auch eben so berührt. Alle? Luca, danke schön für dein verschenktes Sub. Vielen, vielen Dank. Lari, habe ich schon Danke gesagt? Danke nochmal für 8 Monate. Oh. Ich bin auch die Nala im König der Löwen. Habt ihr das auch zusammen im Studio dann gemacht? Nee, haben wir heute gerade noch mal drüber gesprochen. Heute zum ersten Mal den Refrain zusammen Ach, gesungen. Wie schön. Das gab es vorher auch noch toll. Nicht. Toll, nach so vielen Jahren. Wer bei der Arbeit pfeift. War es Dornröschen, wo sie aufgeräumt hat, dieses ganze Schloss, während die anderen weg waren? Es ist aber... Schneewittchen. Manja hat es gesprochen, ich habe es gesungen. Krass, das darf man, ja? Ja. Also was du bestimmt gesehen hast, ist Herr der Ringe. Nicht, okay? Ich habe nicht mal Pocahontas geguckt. Ich weiß gar nicht, wie ich es da erraten habe. Die Eowyn in Herr der Ringe oder krass, Vesper Lind aus James Bond Casino Royale. Voilà, ey, alles Filme. Das war schon wieder so viel Emotion, ich weiß schon wieder gar nichts. Das meine ich gerade. Ich wusste irgendwann gar nicht mehr, wer, also was überhaupt gemacht wurde, weil das war, also... Ihr fühlt euch bestimmt gerade auch schon so, weiß ich nicht, so ein bisschen erfüllt und so, ne? So, ach, ist das toll. Und wenn man da dann steht und das ist, oh mein Gott, das ist wirklich ein einmaliges Gefühl. Das ist so krass. Fällt es dir schwer, dich da selber so zu sehen? Nee, das nicht, weil ich meine, das ist jetzt seit über 10 Jahren mein Job. Und ne, mich selber irgendwo zu sehen oder zu hören, ich gucke zwar nicht so gerne meine eigenen Videos, aber das ist jetzt nicht, also viele haben da ja ein großes Problem mit, ist für mich jetzt nicht so. Aber ich denke halt nicht, ach, das bin ja ich. Und Tapsi, mach's gut. Liebe Grüße an den Schwiegerpapi und gute Besserung. Alles Gute zum Geburtstag. Oh. Aber ich finde es so krass, dass sie einfach auch Eowyn gesprochen hat, ne? Das ist. Und Lukas hat es halt wirklich direkt erkannt. Also er ja direkt so, ich kenne die Stimme. Ja, echt krass. Mein Name ist Stefan Erz und ich singe den Li Shang in Mulan. Hast du ihn auch gesprochen oder gesungen? Nein, gesprochen hat ihn Hannes Jennecke. Und ich denke ja bis heute, dass die Stimme von Hannes Jennecke und mir nicht zusammenpasst. Aha. Aber alle sagen, es wäre gut. Ich habe das leider gar nicht im Kopf. Wir treiben immer südwärts, wenn's aus Norden weht. Drehen uns wieder, wenn's sich dreht, auf der Suche nach dem goldenen Strahl im Licht. Oh
Dieses Intro kenne ich gar nicht, das erste Intro kenne ich. Ja. Ihr wollt meinen Schatz? Kommt ihn doch holen, wer sich traut. Das ist so krass. Einfach, wir sind so unter, also ich. Tarzan war der Nachfolgefilm von Mulan. Phil Collins hat in jedem Land die Songs selber eingesungen, aber in der jeweiligen Landessprache. Tarzan. Spanisch, Italienisch, Französisch, was auch immer. Und er brauchte natürlich in jedem Land einen Muttersprachler, der ihm das einmal einsingt, damit er eine Vorlage hat. Dir gehört mein Herz. Du hast ihn also Deutsch beigebracht, oder was? Ja, im Prinzip habe ich Phil Collins Deutsch beigebracht. Naomi van Doorn, Ariel. Hast du den Film gesehen? Nein. Hast du es auf der Straße gehört? Nee, das habe ich irgendwo anders. Ich wusste zum Beispiel aber auch nicht, dass Phil Collins alle Lieder in jeder Landessprache aufgenommen hat. Ich dachte, es wäre nur in Deutschland so gewesen. Ich dachte, wir wären was Besonderes. Aber es ist ja voll krass, also dass er halt das Lied in jeder Landessprache aufgenommen hat, finde ich richtig crazy. Also voll cool, voll die coole Sache. Weil das Lustige ist, ich singe das Lied auch wie Phil Collins. Also, ne, so mit einem englischen Slang. Das ist so lust. Also, der sagt ja zum Beispiel Leben. Und dann singe ich auch immer Leben. Weiß nicht mal, wer Phil Collins sein soll. Oh nein. Also, es ist ein Sänger. Ja. Also, ich meine, ich kenne Phil Collins jetzt auch. Okay, nee, stimmt nicht. Ich kenne ihn nicht nur wegen Tarzan. Aber in erster Linie wegen Tarzan. Ja. Aber man kennt seine Musik schon, wenn man das hört. Mehr. Auf der Straße reden die nicht über Ariel. Was hast du denn in der Kindheit geguckt? Der Pate habe ich geguckt früher. Goodfellas, Scarface, in den Straßen der Bronx, Donnie Brasco, alles. Also, das war wirklich mein allerliebster Lieblingsfilm. Ich hatte sogar zwei VHS-Kassetten davon. Und hast du auch, wie später meine kleinen Schwestern oder meine eigene Tochter, in der Badewanne Ariel gespielt? Natürlich. Also ganz klar, ich war immer Ariel. Und mein Bruder hat mich immer geärgert und hat gesagt, du bist nicht Ariel, du bist Ursula. Immer. Und eigentlich, das wollte ich in dem Video nicht sagen, aber eigentlich hat er mal gesagt, Ursula ist schön und schlank und Ariel ist hässlich und dick. Oder so. Irgendwie so hat er das immer gesagt. Und das war das, oh mein Gott, da hat er mich in den Wahnsinn getrieben. Das, boah, da wirklich, dass ich mich da so noch dran erinnern kann, weil der mich halt damit so in den Wahnsinn getrieben hat, weil mich das so aufgeregt hat. Aber ja, das war meine Geschichte. Das war so gemein. Aber ich bin im Herzen Ariel. Ich heiße Jana Werner und bin die Stimme der Belle, das Schöne und das Biest. Ich bin der Matthias Freihof und ich habe das Biest gesprochen. Ja! Er hat dann auch noch ganz viel erzählt, dass er ganz viel auch im deutschen Fernsehen gemacht hat mit so Sokos und sowas. Also vielleicht kennt ihr ihn auch daher. Offen würde ich sagen, die Schöne und der Schöne. So geil. Ich war eingeladen als Sprechstimme, nochmal eingeladen zum Casting für den Gesang. Und habe dann eben beides bekommen, genau wie Jana. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich das kriegen würde. Vor mir waren ganz etablierte Sängerinnen der Zeit schon. Ich war ganz eingeschüchtert und dachte halt, na gut, probier einfach authentisch zu sein, dich in diese junge Belle reinzuversetzen. Und das hat geklappt. Die Schöne des Biest hat für mich auch insofern noch eine extra Bedeutung, weil ich bei der Bühnenproduktion meinen späteren Mann kennengelernt habe. Ach, ist das romantisch. Ich heiße Kuschelion. Das war König der Löwen. Hakuna Matata, Hakuna Matata. Oh, oh mein Gott. Ja, das ist 30 Jahre her und mittlerweile ist die Stimme natürlich nicht mehr so hoch. Ich war nicht die Stimme von Simba. Ach, auch nur das die Gesangsstimme. Das war auch in diesem Falle auch ein Schauspieler, also ein Kollege, den ich kenne, Frank Lorenz Engel. Und immer wenn wir uns treffen, sagen wir, ah, guck mal, da kommt der andere Simba. Ich habe Filme gemacht wie Bube, Dame, König als Spion. Da habe ich eine ziemlich große Rolle gehabt. The Theory of Everything, wie heißt der auf Deutsch? Sonst noch der Medikus. Medikus? Ja. Jawohl. Ja. Ja. Dinosaurier im Reich der Giganten. Wow. Paläontologe Huxley, den ich spielen durfte. Da gab es dieses riesige Spektakel in diesen Arenen vor 8000 Leuten, Kindern und diese riesigen Dinosaurier vorstellen zu dürfen. Das war das Größte, was ich hier erleben konnte. Ich werde für ewig in deren Gehirn sein. Mir fällt aber dazu ein, weil ihr gerade vorhin gefragt habt, was macht man,
um die Stimme warm zu kriegen. Es gibt so Einsprechübungen. Zum Beispiel der fleißige Flussfischer Wolf von Flawil fand sich frühmorgens im Vorfrühling, wenn Wald, Wiesen und Flüsse noch fest vereist waren, fern vom Dorf und tief im Wald am Ufer des Waldflüsschens ein. Und so weiter und so fort. So cool. Vielen Dank auch an Vincent. Ja, genau. Ich war ultra schlecht. Nein, mein Quatsch, Walla. Das ist ja peinlich. Das ist mir jetzt voll peinlich, dass ich das so gesagt habe, weil das ist so richtig so, oh, ups, da habe ich aus Versehen eine 1 statt eine 5. Ach, Nina. Wieder so viel erraten. Ich bin sehr stolz auf mich, auf meine Leistung. Gibt es noch eine Übung, die du kurz noch mal abschließend machen möchtest? Bring das da. So eine Legende. Bring mir das. Was ist das? Was war denn bei König der Löwen los? Mann, keine Ahnung. Ja, Mohammed, denk doch mal mit. Benutzt den doch. Über Ariel habe ich mich auf jeden Fall am allermeisten gefreut, aber berührt hat mich am meisten Pocahontas. Ihre Stimme hat mich krass berührt. Wie sie gesungen hat, war kein Spaß mehr. Ich musste mich wirklich zusammenreißen, dass ich jetzt nicht vollends anfange zu weinen, weil das so ein Fluss. Ihr hattet ja, Zuki Fluss. Hier. Ihr hattet Zuki hier. So, meine lieben Freunde, ganz wichtig, abonnieren nicht vergessen, kommentieren nicht vergessen, liken und teilen. Und ganz wichtig, geht mal unten in die Kommentarleiste und schreibt rein, wen sollen wir als nächstes einladen, die beiden Täter? Genau. Auf jeden Fall. Und dann hier, wenn ihr euch schaut noch mehr Synchronsprecherfolgen angucken wollt, klickt euch da durch unsere Playlist. Und wir haben lasst jede Menge. Einen Daumen hoch da. Guck mal, Lea hat das auch angepinnt für euch. Ist das nicht toll? Ist das nicht toll? Oh mein Gott. Wirklich, es war einfach, oh mein Gott, ich habe sie so unfassbar sehr geliebt. Ja, also es war einfach, ja, und dann nicht darüber sprechen zu können auf Social Media, also nicht sagen zu können, warum das so emotional für mich war, ist halt für mich immer so hart. Deswegen war ich so froh, dass die Folge jetzt so schnell erschienen ist, nachdem ich beim Dreh war. Beim letzten Mal hat es ja irgendwie 3 oder 4 Wochen gedauert und jetzt war es ja nur eine Woche. Man ist danach so, also jetzt fühle ich mich nochmal so ein bisschen so, aber in dem Moment ist es nochmal viel krasser. Es ist so voller Emotionen gefüllt, also es ist wirklich eine ganz, ganz besondere Erfahrung und ich bin da so unendlich dankbar für. Ja, also falls das jemand von den Datteldienern sieht, danke nochmal. Ihr habt mir wirklich eine riesengroße Freude gemacht. So, YouTube, macht's gut.